Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ja, heute nehmen wir hier an diesem wunderschönen Ort auf, auch mit einer sehr guten, mit einem sehr guten Mikrofon, das ich dann anschließen werde, um euch einfach das bestmögliche Erlebnis bieten zu können. Wir testen den Funke China Böller D gegen den Super Böller 1, im Endeffekt 4,5 Gramm gegen 6 Gramm Schwarzpulver, ja. Und dann on top noch einfach zur Gaudi 1 Gramm BKS. Ich finde den Vergleich insofern sehr spannend, weil viele behaupten, der Super 1 wäre nicht lauter, nicht besser als der China Böller D. Aber man muss dazu ja noch sagen, dass der Super 1 um ungefähr 10 Euro teurer ist. Wir werden testen, lohnen sich die 10 Euro? Und genau das werden wir auf den Grund gehen. Ich persönlich, allein von der Verarbeitung, ja, der China Böller D, das ist halt so, ja, so ein richtiger Klopperbopper. Und der Super 1 hat halt für mich, sieht für mich schöner aus, liegt besser in der Hand und das Feeling ist einfach geiler. Allein deshalb würde ich mir den holen. Aber jetzt testen wir ihn, beziehungsweise die zwei. Ich werde still sein und am Ende des Videos werde ich dann ein Fazit abgeben. Let's go! Der Test hat mich tatsächlich überrascht, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Und zwar der China Böller D ist einfach ein China Böller D. Sorry, nichts Besonderes. Die Schnipseln waren okay, der Knall war okay. Bedeutet nichts Besonderes, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mir keinen Schinken mehr kaufen. So, der Super 1 hat mich extrem überrascht. Beim China Böller D habe ich nichts gespürt vom Druck her. Beim Super 1 habe ich einen enormen Druck im Körper gespürt und es war ungefähr die gleiche Distanz. Ich weiß nicht, inwiefern, respektive inwieweit man es im Video wahrnehmen konnte, aber das Super 1 war mit Abstand der lauteste Böller. Und jetzt kommt's. Er war lauter als der BKS-Böller. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der 1 Gramm hat oder 0,5. Auf jeden Fall war das Super 1 der lauteste vom ganzen Test. Und vor allem auch der druckvollste. Und das muss was heißen. Super 1 ist unfassbar geil. Und genau den lasse ich demnächst mit dem respektive gegen den Super Böller 2 antreten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein schöner P1-Test kommt auch noch, meine Lieben. Nix laut, nix gut. Euer Piro Adler 98.